Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Case King, hier ist Nick Standard mit dem Gaming-PC Volkmarli i7-11700KF RTX 3060 Ti Express für 1699 Euro, runtergesetzt von 2099 Euro. Und bevor ihr fragt, wie ich auf dieses System gekommen bin, das hat mir Hakobs hier reingeschickt in unserem Videovorschläge-Channel. Und wenn ihr Fragen haben solltet zu PCs oder auch Vorschläge oder ihr wollt euch was zusammenstellen lassen oder so, dann joint gerne unseren Discord. Wir sind aktuell über 1400 Leute, glaube ich. Wir haben hier unsere Berater, die helfen euch gerne. Und das ist auch überhaupt kein Problem, dass euch da weitergeholfen wird. Auch wenn ihr nur fragt, ist diese Konfiguration gut oder ähnliches. Wir helfen euch da auf jeden Fall. Nun aber zurück zu diesem PC. Erstmal zu dem Bild, das ist partout kein Fake. Tatsächlich. Ich weiß nur bei dem RAM nicht genau, was drin ist. Da wird halt gesagt RGB-RAM, aber das hier ist Corsair Vengeance RGB Pro-RAM, deswegen gehe ich davon aus, dass das passt. Die Wasserkühlung passt auch, das Board auch, die Grafikkarte auch die Lüfter, die hier drin sind, beziehungsweise das Case. Also an und für sich ist das ein gutes Bild. So wünsche ich mir das. Entweder nur das Case oder eben was wirklich drin verbaut ist. Auch die Lüfter, wie gesagt, die sind hier noch mit extra angegeben. Das ist so ein Dreier-Set RGB-Lüfter. Ob die qualitativ jetzt so gut sind, sei mal dahingestellt, aber sie sind auf jeden Fall mit dabei. Die Wasserkühlung hier ein bisschen schief angebracht. Die Grafikkarte lässt auch ein bisschen den Arsch hängen. Das ist nun mal so, wenn ihr keine Grafikkartenhalterung habt und die ein bisschen was wiegt. Bei einer 3060 Ti kann man schon davon ausgehen, dass die ein bisschen schwerer ist und dann halt dementsprechend den Arsch fallen lässt. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr mal irgendwann einen PC kauft oder baut, holt euch eine Grafikkartenhalterung für einen 10er oder 20 Euro dabei. Da gibt es verschiedene bei Amazon, müsst ihr mal schauen. Ich habe mir auch einige Daten quasi rausgezogen über das Bild, weil, wie gesagt, der RAM, RGB-RAM, da sage ich dann das Corsair Vengeance RGB Pro, weil es so da angezeigt wird. Der Rest stimmt ja auch. Von daher, wenn hier einige Sachen fehlen, wundert euch nicht, warum ich einige Komponenten so gewählt habe, wie ich sie gewählt habe. Vielleicht komme ich sogar noch dazu, euch das passende Bild zu zeigen, zum Beispiel bei dem Netzteil. Ach, das können wir auch eben jetzt machen. Bei dem Netzteil sieht man halt, es ist ein Funtex-Netzteil. Hier unten ist so ein kleiner Aufkleber. Das wird halt nicht genau aufgeführt. Da wird gesagt 550 Watt, was sowieso ein bisschen zu wenig ist, aber gut, das können wir später noch zu. Aber man weiß zumindest, es ist ein 550 Watt Funtex-Netzteil. Dann haben wir auch hier die technischen Daten. Dezentes Gehäuse, Funtex Eclipse P300A mit Seitenteil aus Temperglas. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist ein Gehäuse mit einer Mesh-Front, hat einen Lüfter hinten vorinstalliert, dann kommen noch drei weitere dazu. Die habe ich auch im Warenkorb, das haben die auch unten im Text so angegeben. Da passen die Sachen soweit rein und ist in der Preisklasse auch noch okay. Es gibt deutlich bessere, auch schickere Gehäuse. Mein Fall wäre es jetzt nicht, aber funktional ist es allemal und der Airflow ist halt auch gegeben. Kann ich nicht großartig meckern. Und das kostet 63,66 Euro bei Mindfactory. Dann haben wir hier noch die drei RGB-Lüfter. Die kosten 33,89 Euro bei Mindfactory. Dann haben wir als Grafikkarte eine Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC 8G LHR. Hier wissen wir immerhin, was wir bekommen. Die Gigabyte ist ganz okay. Es gibt bessere, es gibt auch schlechtere, was das Kühldesign angeht. Leistungstechnisch sind die eigentlich fast alle gleich. Die eine hat mal ein bisschen mehr OC von 5% oder so, das interessiert aber meistens gar nicht. Die Kühllösung bei den Gigabyte-Karten ist ganz in Ordnung. Wie gesagt, es gibt bessere. Wenn man zum Beispiel mal in so eine Richtung AMD-Karten schaut, die Red Devil und so weiter, das sind Klopper, alter Schwede. Aber das passt soweit, es ist eine 3060 Ti. Ihr könnt mit der nicht erwarten, dass ihr AAA-Titel auf 144 FPS WQAD spielen könnt. Das wird bei dem Ding nicht möglich sein, es sei denn, ihr stellt halt so ein bisschen die grafischen Details und so weiter runter. Den FPS-Test dazu, den findet ihr natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Danach kommt noch die 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, ich sag's fast in jedem Video. 3090, die Quatsch ist, 3090 Ti, die auch Quatsch ist. Und die AMD-Karten gibt's natürlich auch noch. Die jetzt alle miteinander zu vergleichen, wird zu lange dauern, deswegen FPS-Test in der Videobeschreibung. Und die kostet 639 Euro bei Alternate. Dann haben wir als Prozessor einen Intel i7-11700KF mit 3,6 GHz. Hier flexen sie zum Glück auch nicht mit dem Turbotakt, wie es manche andere machen. Die sagen wirklich 3,6 GHz Basistakt, 5 GHz Turbotakt, 8 Kerne, 16 Threads, 125 Watt TDP, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Ich sage ja immer, 8 Kerne zum Streamen gut geeignet. Alles darunter würde ich bedingt nur mit streamen. Habe ich schon öfters ausgeführt, das Thema. Die anderen Videos, die klären da auch nochmal auf, die ich gemacht habe. Ist ein guter Prozessor, klar, ist natürlich aus der Vorserie. Wir sind aktuell bei der 12.000er Variante, beziehungsweise 12.700, den gibt es natürlich auch schon. Ja, 11.700er ist auch noch relativ aktuell, kann man sagen. In dem Preissegment auch häufiger noch anzutreffen. Wer natürlich da noch die 10.000er verbaut, hatten wir im letzten Video, sei dahingestellt. Ansonsten ist das ein guter Prozessor. Wie gesagt, wenn ihr jetzt einen 12.000er haben wollen würdet, bräuchtet ihr auch ein anderes Board, weil sich der Sockel geändert hat. Was bei Intel auch oft der Fall ist. So alle zwei Serien ändern sie dann den Sockel. Bei AMD, die haben jetzt etwas länger gehalten. Das ist aber auch schon wieder ein anderes Thema. Der Prozessor ist auf jeden Fall gut. Wie gesagt, zum Stream, Rendern und so weiter super geeignet. Das passt soweit. Und der kostet 310,80 Euro bei csvdirekt.de. Als Mainboard bekommen wir Gigabyte Z590 UDAC.
Auch ganz schön, dass sie darauf geachtet haben, dass es ein Z590-Chipsatz ist. Das heißt, ihr könnt übertakten, weil der Prozessor ist ja ein K-Prozessor. Das heißt, freier Multiplikator, den könnt ihr übertakten. Das F in dem Prozessor steht natürlich dafür, dass er keine integrierte Grafikeinheit hat. Deswegen könnt ihr die Grafikanschlüsse auf dem Mainboard nicht nutzen. Ihr habt ja sowieso die Grafikkarte. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kommt eine SSD rein. Hier könnt ihr noch eine SSD einbauen. Hier unten ebenfalls. Hier die Grafikkarte. Den Slot werdet ihr nicht benutzen können, weil die Grafikkarte ist überdeckt mit dem Kühler. Hier unten könntet ihr eventuell noch eine Capture-Card oder WLAN-Karte oder so einbauen. Wobei WLAN hier keinen Sinn macht, weil das Board hat schon WLAN mit dabei. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörerleinen, Innennetzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 2x USB 3.1, hier der HDMI-Port, den ihr ja nicht benutzt, WLAN, Bluetooth, Antennenanschluss, 2x USB 2.0 und PS2 werdet ihr auch nicht benutzen. Der PS2-Anschluss wird einfach nicht benutzt, weil das früher die alten Mäuse und Tastaturen hatten. Es gibt Overclocker, die benutzen das, weil der zuverlässiger ist als USB zum Beispiel, aber ihr werdet sehr wahrscheinlich auf eine USB-Maus und eine USB-Tastatur zurückgreifen, deswegen liegt der bei euch einfach brach. Das Mainboard hat auch noch die Möglichkeit 7.1 auszugeben, das ist, wenn ihr die Frontanschlüsse noch mit benutzt bei eurem Case, dann funktioniert das auch. Und das kostet 129,90 Euro bei Case King. Was die Kühlung angeht, haben wir eine Funtex Glacier One 240 MP AIO Wasserkühlung. Mit der habe ich tatsächlich noch keine Erfahrung gemacht. Das ist eine 240er, das ist noch in Ordnung für den Prozessor. Ich persönlich gehe bei den 11.700er, 12.700er immer auf eine 360er. Ist für mich einfach sicherer. Die 240er wird auch noch reichen. Vor allen Dingen, ihr betreibt das System ja nicht dauerhaft auf 100%. Wenn ihr natürlich tagtäglich rendert, ist das so ein Thema. Zum Zocken reicht die. Hat noch eine dezente RGB-Beleuchtung, 6 Jahre garantiert, das ist auch in Ordnung. Die nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Wie gesagt, verbaut habe ich sie leider noch nicht. Und die kostet 99,90 Euro bei Case King. Schneller Speicher, 16 GB DDR4 mit 3600 MHz und RGB-Beleuchtung. Ja, da haben wir eben auf den Bildern gesehen, das ist der RGB Pro von Corsair. 3600 MHz ist gut, 3200 werden offiziell unterstützt, alles danach ist Overclocking. Ich sage ja auch immer 3600er nehmen, warum auch nicht, weil kostet 10 Euro mehr gegenüber 3200er und ihr habt noch ein paar FPS extra. Das könnt ihr euch wirklich mal anschauen, ich verlinke euch noch ein Video unten in der Beschreibung. Da gibt es ein Video, der vergleicht 3000, 3200er, 3600er, wie sich das auf die FPS dann auswirkt. Nicht bei jedem Spiel, aber bei vielen. 2x8 GB in dem Preissegment auch noch in Ordnung, also 16 GB insgesamt. Wie gesagt, RGB-Beleuchtung, steuerbar mit IQ, das ist okay. Und der kostet 86,90 Euro bei Alternate. Viel Platz, 1 TB große PCI Express 3.0 NVMe SSD. Ja, da habe ich geraten. Der Kühler auf dem Mainboard verdeckt sie halt einfach. Es ist eine PCI Express 3.0, ist die ja auch. Hat eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 2400 MB/s und 1800 MB/s. Kann auch eine Kingston NV1 sein, kann auch eine Samsung sein. Wenn es eine Samsung gewesen wäre, hätten sie es dabei geschrieben. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Aber ich gehe jetzt von der Crucial P2 aus. Kann auch eine andere sein, wie gesagt. 1 Terabyte in dem Preissegment, ja, noch okay. Ich würde euch empfehlen, vielleicht nochmal ein bisschen was nachzurüsten. Und wenn es nur eine HDD ist, die kosten 35 Euro oder so, packt die mit rein, dann ist das okay. Dann habt ihr noch ein bisschen Auslagerungsplatz für Spiele, Bilder, Videos, je nachdem, was ihr macht. 1 Terabyte kann schnell voll sein. Lasst es euch gesagt sein. Und die kostet 87 Euro beim Mindfactory. Zuverlässige Power, Qualitätsnetzteil mit 550 Watt und hoher 80 plus Gold-Effizienz. Das wird sehr wahrscheinlich das Fantex MP550G 80 plus Gold sein, 550 Watt ATX 2.4. Ich gehe mal davon aus. Das Schild war hinten zu sehen an dem Case. Viele 550 Watt Netzteile hat Fantex nicht. Die basieren auf Seasonic, die sind qualitativ also in Ordnung. Haben auch 10 Jahre Garantie. Da sieht man schon wieder so ein bisschen den Hinweis nach Seasonic, weil die haben auch meistens 10 Jahre Garantie. Ist vollmodular, völlig in Ordnung. Kann euch erstmal egal sein, ist aber schön, dass es dabei ist. Ich sage ja immer vollmodular, dann fliegen die ganzen Kabel nicht so rum. Dann lassen die einfach weg, die sie nicht brauchen. Bei den normalen, da hängen die Kabel halt irgendwo im Gehäuse rum. Ist halt auch blöd. Klar, man kann sie irgendwo in Ecken reinstopfen. Ist trotzdem nicht schön. Hier ist es vollmodular, also völlig in Ordnung. 80 plus Gold ist auch okay. Und das kostet 79,77 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem ist in dem Fall nicht mit dabei. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, das Case, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.588,95 Euro, das System soll kosten, 1.699 Euro. Das heißt, ihr seid knapp über 100 Euro über Selbstbau. Was okay ist. Ich kann da jetzt auch nicht großartig meckern, nur ihr bekommt für ungefähr den gleichen Preispunkt was Besseres. Das zeige ich euch jetzt ganz kurz. Wir haben hier nämlich, ja, mal wieder bei Dubaro. Nein, ich bin nicht mit denen gepartnert, aber ich gucke da immer als erstes, weil aktuell preis-leistungstechnisch sind die ganz vorne mit dabei. Wir haben hier den Gamer-PC i7-11700KF mit RTX 3070. Wir haben bei dem anderen 3060 Ti. Da habt ihr noch mehr Leistungszuwachs. Es ist der gleiche Prozessor. Ja, es ist nur ein Luftkühler, der Darkrock 4. Der ist aber für den Prozessor geeignet. Ihr könnt für 50 Euro extra eine Wasserkühlung reinnehmen, eine 240er. Dann seid ihr genau auf dem Preispunkt wie Case King. Zeige ich euch gleich noch. Wir bekommen Gigabyte Z590 Aorus Elite AX.
Ja, das hat auch WLAN, ja, das hat auch Bluetooth. Finde ich designtechnisch aber schöner. Wir haben ja auch gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kommen 2 SSDs rein, hier unten könnt ihr noch eine einbauen. Hier die Grafikkarte, da halt eine Capture-Karte, was ihr gerne möchtet. Von den Anschlüssen her ist es aber meiner Meinung nach interessanter. Wir haben 7.1 mit Toslink, Netzwerkanschluss. 3x USB 3.0, 2x USB 3.1, 4x USB 2.0, USB-C. DisplayPort und eben WLAN und Bluetooth-Antenne. Das heißt, ihr habt mehr USB-Anschlüsse. Und eben 7.1 mit Toslink. Und dann haben wir hier die 3070. Ja, beliebiger Hersteller, aber die sind leistungstechnisch nicht weit auseinander, diese Karten. Wenn ihr jetzt eine kleine OC-Karte kriegt von Gigabyte, die hat 3, 4, 5% mehr Leistung. Es kommt immer auf das Kühldesign an und ich glaube nicht, dass die da jetzt irgendeine Scheiße einbauen. Bisher haben wir auch keine schlechten Nachrichten irgendwie gehört, was die Grafikkarten von Dubaro angeht. Ich habe jetzt auch gerade im Dubaro-System hier stehen, da kommt noch ein Review zu, der Kreativecke 2000. Das kommt auch noch ein bisschen später. Da ist eine gescheite Radeon-Karte drin mit einem guten Kühldesign. Ich wollte es nur angesprochen haben. Können wir jetzt auf Nvidia natürlich nicht applizieren, aber wir haben halt nichts Schlechtes gehört. Hier haben wir auch 16 GB Arbeitsspeicher, auch 3600 MHz, allerdings nicht RGB-beleuchtet. Da müsst ihr dann drauf verzichten. Oder ihr nehmt halt den Corsair Vengeance RGB Pro, da habt ihr die RGB-Beleuchtung, wenn ihr unbedingt drauf besteht. Wir haben hier auch eine 1 TB Kingston NV1. Die andere, da habe ich jetzt eine Crucial reingezaubert, könnt ihr auch die Kingston für nehmen, kommt preislich auf selber raus. Wir haben allerdings anstatt 550 Watt ein 850 Watt Netzteil. Da wollte ich jetzt noch drauf zu sprechen kommen. Ich persönlich finde 550 Watt bei einem 11.700 KF mit einer 3060 Ti ein bisschen klein, was den Case King PC angeht. Ich hatte gerade noch so überlegt, was könntest du noch dazu sagen? Irgendwas war doch noch, das war das Netzteil, ja. Ist ein bisschen klein gewesen. Hier haben wir 850 Watt, also 300 Watt mehr. Ihr könnt hinterher sogar noch eine 3080 da reinschmeißen, wenn ihr Bock habt. Wir haben MSI Gun Gear 110R RGB mit Glasfenster, ja gut. Optisch muss halt das irgendwie passen, könnt ihr auch noch umkonfigurieren. Hier ist auch kein Betriebssystem dabei, 2 Jahre Garantie, das ist in Ordnung. Und wenn wir uns da jetzt den Preis anschauen, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil, dann liegen wir hier bei 1600 Euro circa. Das kostet halt ein Fuffi mehr und nicht über ein Huni. Und wie gesagt, wenn ihr da jetzt noch eine Wasserkühlung reinfummelt, eine 240er, dann seid ihr genau auf dem Preispunkt, den Case King auch veranschlagt. Dann habt ihr aber ein 850 Watt Netzteil und eine 3070, anstatt ein 550 Watt Netzteil und eine 3060 Ti. Und ein besseres Board habt ihr auch hier drin. Und das Gehäuse gefällt mir auch ein bisschen besser. Das ist aber Designfrage, das ist egal. Also wie gesagt, das Einzige, was ich hier zu meckern hätte, wäre halt das Netzteil mit seinen 550 Watt. Preislich gesehen ist das okay, ihr kriegt aber was Besseres. Man muss so sagen, wie es ist. Besseres Board, bessere Grafikkarte, besseres Netzteil. Würde ich mir überlegen an eurer Stelle. Und hier nochmal als kleiner Beweis, hier haben wir den Luftkühler BeQuiet DarkRock 4. Wenn wir jetzt eine Wasserkühlung nehmen würden, zum Beispiel die Corsair Hydro IQ H100i RGB Pro XT, 44,90 Euro, dann seid ihr bei 1693 Euro. Ist sogar noch ein bisschen günstiger als der Case King PC und ihr habt bessere Komponenten. Ich verlinke euch den unten in der Videobeschreibung. Kriege ich keinen Cent für, habe ich so rausgesucht. Es gibt immer wieder böse Leute, die behaupten, ich würde irgendwie Geld dafür kriegen, dass ich das hier mache. Nein, kriege ich nicht. Doch, von YouTube, aber nicht von Dubaro. Also von daher. Also alles in allem preislich gesehen in Ordnung. Netzteil ein bisschen zu klein. Das wäre es dann aber auch, was ich zu meckern hätte. Ist okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Joint unseren Discord, falls ihr noch weitere Fragen habt. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.